Ja, woher soll ich wissen, dass ich jetzt ganz schnell hier reinrennen musste, weißt du? Das ist so... Jetzt habe ich, glaube ich, die Streichhölzer... Hä? Jetzt habe ich, glaube ich, die Streichhölzer auch vergessen, ne? Wo auch immer die waren. Ach, im Schrank waren die, glaube ich, ne? Kann ich jetzt nochmal holen. Und die Speicherstände sind auch, oder beziehungsweise die, Checkpoints sind nicht gut gesetzt. Da sind die Streichhölzer. So. 25. So. So, jetzt sind wir hier. Und dann, wohin? Also müssen wir uns jetzt beeilen, sagst du. Hä? Ich... Don needs a key. Ja, schön. Welche? Die oder was? Die haben wir jetzt überflutet? Diese Tür braucht einen Schlüssel, okay, aber wir kommen nicht mehr. Hä, es ging nirgendwo raus, nirgendwo rein. Hä? Kann das Spiel mal das Licht laden? Oder das Level? Danke. So. Tut mir leid, dass wir es normal machen müssen. Dass wir das Ganze nochmal durchleben müssen. Aber ich gebe mir schon die größte Mühe, das alles zu schaffen hier. Aber irgendwie... So, 25. Ja. So, dann hier lang. Dann geht Licht aus. Dann geht Licht wieder an. Und dann kommen wir hier durch. Und dann sind wir hier. Dann geht die Tür zu und ist zu. Ich komme nicht zurück. Wir müssen irgendwo einen Schlüssel finden. Weiß noch nicht, wo der sein soll. Da. Oh, lol. Wieder ein toll... Na, ganz großartig. Ein Schlüssel. Zu einer Tür. Ah, renn doch da durch. Geht nicht, okay. Schlüssel. Tür. Wo ist die scheiß Tür? Hey, ich hab den Schlüssel. Willst du dich verarschen? Eine Pistole. Ich... Das Wasser kommt, ne? Hä, hey, kommen wir nicht mehr raus? Okay. Wo müssen wir hin? Ich kann... Hier komme ich nicht mehr raus. Also ich komme nicht mehr zurück. Warum auch immer. Ist das ein bisschen buggy vielleicht? Kann das sein? Oh, lol. Ich muss da drauf schießen. Ernsthaft? Wie soll man denn darauf kommen? Okay. Kommen wir hier lang? Nee, okay. Oh, Alter. Hilfe. Ich will hier weg. Und jetzt? Ah, ich muss dahin, okay. Glaube ich zumindest.
Muss ich wieder komplett zurück? Lift. Lift me up. Hiya, ya mama, lift me up. Hier ist zu, hier komme ich nicht lang. Wo muss ich hin? Oh nein. The water is coming, ne? Aber wir kommen nach unten gar nicht. Ich dachte, man kommt nach unten. Ja, Wasser steigt. Kabine D35? Müssen wir da hin? Um hier zu öffnen? Aber wo ist D35? Hier stehen keine Kabinennummer dran. Und das Wasser kommt. Es ist immer sehr schwer ersichtlich, wo man als nächstes was machen muss. Das finde ich auch. Ja, hier kann ich drücken, aber es passiert nichts. Oder? Ah, okay. Der Lift. Wieso nach unten? Nach oben! Ich will nach oben. Ich sehe nix. Pooldeck. Middeck. Ja, schön. Ich sehe halt nichts, ne? Ich sehe nichts, was ich machen soll. Und vor allem, wo bin ich denn hier? Ich konnte einen Hebel betätigen, das war's aber auch. Kann den Knopf nicht drücken. Kann ich nicht machen. Was? Wo kommt der denn jetzt her? Überraschung! Toll! Gut, da wissen wir ja schon mal, wo wir hin müssen. So. Wo war das jetzt zum Lift, ne? Lift me up. Ha, ja, ja, Mama. Lift me up. So. Let's go, let's go, let's go. So, warte. Lift. Einmal bitte drücken. Danke. Einmal bitte nach unten. Aber wo müssen wir denn hin wieder? Weil der Lift geht ja nicht mehr offen. Ding. 11. Stock Weltraumforschung. So, hier kann ich auch anscheinend nur den einen Hebel betätigen. Und dann... So. Drücke ich, aber es passiert nichts. Aber ich gehe da jetzt bestimmt nicht zurück. Ist mir egal. Ich gehe bestimmt nicht zurück da. Da ist er. Ich sehe ihn. Der steht da. Kann der Lift mal auf... Ach, der... Ach so, der kommt. Oh nein. Hau ab, Mann. Hau ab! Wie unheimlich. Na toll. So, also, müssen wir jetzt dahin? Ist die Tür dann offen? Oder ich bin mir nicht sicher.
Hiya, ja, Mama. Ist das Wasser da unten schon? Ja. Das mit dem Wasser finde ich echt cool, muss ich sagen. Ist aber auch sehr nervig. Man ist immer irgendwie im Stress. Kannst du mal beiseite gehen? Danke. Ja, wir sind noch höher. Ich glaube, wir sind jetzt in der Lounge des Schiffes. Vermute ich jetzt mal. Sieht zumindest danach aus. Irgendwie kapiere ich die Story auch noch nicht so ganz, ne? Das ist nie im Leben real. Wir sind im Schützengraben. Zulassungsnot. Patient Alexander Docter, 1917. Nachdem der Patient einen fehlschlagenden Versuch des Second Life Act durchlaufen hatte, Verfahren wurde der Patient in einem sich verschlechterten Zustand des Delirs gelassen. Der Patient wurde vom sinkenden RMS Validus begleitet, nachdem sie in einem Zustand gestörter Panik in überfluteten Gängen herumgelaufen waren. Wahnvorstellungen beinhalten Versionen von verstorbenen Zugmitgliedern. Der Patient ist nur dann besonders gefährlich, wenn er eingetaucht ist. Fieberhaften Zustand Delirs. Dehydriert wahrscheinlich. Oh, was ist das denn? Kann ich nicht öffnen. Ich kann da durchlaufen. Ich existiere gar nicht. Oder das Fass existiert nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ah, ernsthaft? Und immer dieser Kopf hier. Ich gehe hier lang. Tschüss. Patient Alexander, 1933, Update zum Ersten Weltkrieg. Veteran Alexander, Herr Doktor hat wenig Anzeichen einer Verbesserung gezeigt und hat einen bemerkenswerten Aufrichtungshaltung der genauen Wahnvorstellungen gezeigt, die im Jahr 1917 entstanden sind. Es scheint, dass jedes Interview dazu führt, zu genau den gleichen Antworten, wobei der Patient angibt, dass er jeden Tag auf das Schiff bleibt. Der Patient beschreibt den Prozess vor Monaten und vor dem Moment an, in dem er auf den Stationen aufwacht, bis zu dem Moment findet er sich klar in der Anstalt. Der Patient beschreibt auch das heutige Asyl. Interviews erscheinen in seinem Kämpfen auf dem sinkenden Schiff in Front von Aufnahmen. In Form von Aufnahmen wahrscheinlich. Der Patient schlüpft gelegentlich hinein, Streifzüge, die für seine gespenstische Vision repräsentativ zu sein scheinen. Also bilden wir uns das alles ein. Also sind wir verrückt. Und wir geben uns die Schuld für irgendwas. Adek, ja, das ist gut, das kann alles nicht sein. To board deck, was? Oh Mann. Hier war doch gerade noch. Wo ist der hin? Ich will nicht mehr. Ja.
Oh, fuck. Ich will hier raus. Ganz schnell. Das haben wir schon gelesen. Hier waren wir auch schon. Das haben wir noch nicht. Liebes Kriegsbüro, wir möchten uns aufrichtig bedanken für die Schonung des Lebens unseres Sohnes Alexander Doktor. Nach seinen feigen Darstellungen an die Front. Wir hatten Angst vor seinem Schicksal in diesen Zeiten des Krieges und der Turbulenzen. Unser Kind zu verlieren, würde uns jenseits dieser Welt zerstören. Immer dankbar, Herbert und Catherine Doktor. Okay, unserer Feigheit an der Front. Also haben wir uns feige einfach im Schützengraben versteckt und haben unsere Kollegen in den Tod laufen lassen, oder was? Teufel, Teufel, Teufel. Sind wir das mit der Pistole vielleicht? Also die Gegner waren die Teufel, oder was? Da, und er hat weggesehen, wahrscheinlich. Die Gegner hat er als Teufel gesehen und hat seine Freunde quasi, ich schätze mal, so wird es gewesen sein. Und er hat einfach weggeguckt, ne? Also wir, beziehungsweise wir sind das ja. Very well, Mr. Doctor. Now, as I've stated before, he was... Now, I can remember quite properly. Let's go over this once. This second life activity, it was operated on us. They wanted to help him. Now listen, there were no spirits or souls on the crying of the ship. It was just you. They saved you, Alexander. You made it out. You'll never have to let this again, you understand? Now rest your mind, Alex. We'll speak again in a moment. Da lagen die ganzen Sachen am Tisch. Es gibt kein Entkommen. Das hat er gesagt.
Ja. Das war Under Deaths. Under Deaths of Fear. Also war es jetzt so gewesen, dass wir das Schiff überlebt haben? Waren wir da wirklich drauf? Aber wir geben uns die Schuld für den Krieg, weil wir quasi feige waren. Und wir erleben quasi das Schiff immer und immer wieder und den Krieg und das vermischt sich irgendwie und so. Das ist irgendwie ganz cool. Das war schon geil, muss ich sagen. Das hat mir sehr gefallen. Das ist ein echt schönes Spiel gewesen, ja. So, die Memoiren waren wahrscheinlich die Bildchen. Wir haben 5 von 10 gesammelt. Ich frage mich, was man dann freischaltet. Wahrscheinlich die Bilder, schätze ich mal. Das war schön. Kapitel auswählen. So, Ward, Belly, G-Deck, F-Deck, E-Deck, DC und Final Deck. Cool. Das war ein sehr schönes Spiel. Ja, vielen Dank auch auf YouTube. Wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Und ja, würde mich freuen. Also, bis dann. Tschüss.